Moin Moin Sportsfreunde, in der letzten Folge haben wir dieses Ding gekapert und jetzt zerstöre ich es. Dieses Zeichen da oben, was hat das zu bedeuten? Ich habe keine Ahnung, ich werde es trotzdem einfach zerstören. Weil es hat mir so an sich nichts gebracht. Ich glaube natürlich, gut, ich kann sicherlich dann in die Basis von diesem Cheat da einfach reinfahren. Aber ich zerstöre es. Ich will wissen, was für Ressourcen dieses Ding in sich hat. Vielleicht hat es ja auch irgendwas Geiles. Verringert, okay. Kann dessen Kühlfigo eingesammelt werden? Ja, na, es hat doch geklappt. Na, wunderbar. Hinten anbauen, vorne anbauen. Vorne haben wir den Ding. Oder da waren wir ja noch mal rechtzeitig drin. Was mich jetzt auch wundert, ich sehe das Ding nicht, also es war ja jetzt vorne nicht dran. So, das Ding zaubern wir jetzt auch noch. So, und wir haben gleich wieder so eine Insignie. Nicht Insignie, mir fällt jetzt gerade nicht ein, halt so ein Zeichen von diesem Typen da. So, schön den Schrott einsammeln. Ach, Basti! Ich bin so ein Dämon. Ich hab's gesagt in der letzten Folge, der Punkt wird wieder kommen, dass ich diese scheiß Kreistaste drücke. Beziehungsweise B-Taste. Ach, das ist so. Steht das Auto auf diesem Schrottteil? Und wo ist die Kühlerfigur, die ich jetzt eingesammelt hatte? Schau ich jetzt gleich nochmal nach. Werkstatt. Hier hinten. Derzeit eingebaut. Okay, gib mir natürlich. Möchtest du diese? Ich baue es mal ans Heck. Okay, hier ist es am Heck. Ja, gut. Ja, warte. Jetzt müsste es ja an der Front sein. Ach, da ist es. Ja, gut, wir lassen das erstmal. Anscheinend kann man immer zwei mitnehmen. Wenn wir gerade mal hier sind, mache ich dieses Ding kaputt. Ich wollte ja hier das Base da infiltrieren, aber ich komme gerade echt nicht dazu. Aber es ist schön, dass hier immer wieder was dazwischen kommt. Hat noch was zu tun. Wir haben mit einem Schlag zerstört. Die ja gleich auch noch. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ich bin back in the hood, auf der Wood. Beziehungsweise Desert. Ich bin der Meister des Schrottes. Ja, das ist cool, dass man hier genug Schrott findet, indem man diese Typen einfach killt. Na komm, Max, Maxi, Max, komm. Wunderbar. Okay, die hatten jetzt nur einen Teil gegeben. Ich weiß, warum ich die Kreistaste drücke. Ich verwechsel die immer mit Sprinten. Ich sage auch immer Kreistaste. Ich spiele mit einem Xbox-Controller, das ist B. Aber ich bekomme dieses scheiß B auch nicht im Kopf rein.
Also immer wenn ich jetzt Kreistaste sage, meine ich B. Aber ist ja auch scheißegal, was es ist. War Party, moving closer. Okay, den holen wir uns gleich auch noch. Bums, perfekto, Mann. Damit hat er nicht gerechnet. Oh ja. Gerade haben wir echt guten Lauf. Ouch. Den hat's ja zerhauen. So, jetzt aber das Ding. Würde ich sagen. Was machen wir jetzt? Wir sind vollends motiviert. Nein, ich fahre weiter. Das hier kann ich noch mitnehmen. Was soll denn das sein? Wo soll denn hier was sein? Sicherlich eine Höhle. Also ich könnte natürlich jetzt zwar hier die ganzen Nebenmissionen lassen und die Hauptstory machen, aber kann ich nicht. Also kann ich schon, aber möchte ich nicht, ehrlich gesagt. Ich bin halt so ein Typ, ich mag die Nebenmissionen und die ganzen Nebensuchaktionen und so. Alter, die ersten Menschenteile. Na gut, wer wundert es? Logisch, in dieser Welt. Wer würde das nicht machen? Hier geht es wirklich rein. Okay, hier sind Viecher. Ich will auch mal wieder kämpfen, so mit Faust und so. Mach mal das Licht aus, Max. Hey. Okay, du willst Stress. Ja, was ist los, Kunde? Jetzt zack. Das war der Todesschlag. Okay, was gibt's hier zu finden? Noch einmal Schrott. Mensch, Max ist ein richtiger Badass, Motherfucker. Tut mir leid für meine Ausdrücke gerade. Aber Max ist es halt einfach. So, hier wieder einen Schuss zu verschwenden. Ich will echt nicht wissen, wie viele Schuss ich schon verschwendet habe. Okay, hier haben wir jetzt auch alles. Und falls bis hierhin noch jemand zuschaut, was ich nicht glaube, aber falls, wenn ihr Bock habt, dass ich noch Metal Gear zocke, dann sagt es am besten. Weil ich bin am überlegen, entweder ich höre es mir für die PS4 und spiele es für mich, oder falls es wirklich Leute geben sollte, die jetzt aus welchem Grund auch immer sagen, hey, ja, mach du das, ich würde das bei dir schauen, auch wenn das 1000 andere schon machen, dann mach das doch bitte. Dann würde ich das mir natürlich auf dem PC kaufen. Aber da ich das nicht glaube, werde ich mir das dann, denke ich, für die PS4 holen. Aber egal. So. Die Base. Dort ist die.
Ich laufe mal per Fuß hin. Ich wollte jetzt schon wieder fast einen Kreis drücken. So, die meinte natürlich auch von Süden sollte man sich nähern. Ich sollte natürlich auch mal scouten. Das ist ein Walk, Carrier, Crier. Crier. Molotov-Schleuderer. Ja, gut. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Und so wollte ich jetzt nochmal. Noch so ein Molotov-Typ. Ja, ich versuche. Da ist da nicht eine Leiter? Ich sehe es nicht. Ich möchte es mal ohne Auto versuchen, hier reinzukommen. Kann es auch sein, dass es wieder total schief geht, weil die mich eh sehen. Ach, natürlich. Okay, ich muss... Oh. Man kommt da gar nicht rein, ohne dass das Lager hier Alarm schlägt. Ich bin zu blöd dafür. Aber die sehen einen sofort, die wissen, dass man da ist. So, man kann sich doch nicht mal. Was weiß ich. Ja, gut, ich mach das selber mit dem Auto und gut, ey. Scheiß drauf. Aus. Ich weiß, wir sehen uns so oder so. Ich muss das Ding mit dem Auto aufmachen. Oh Gott. Oder ich laufe mal einfach drumherum. Vielleicht ist ja irgendwo. Muss ich doch irgendwie reinschleichen können? Ich meine, ich bin zwar nicht so ein Schleichspielspieler, aber. Essen. Aber so ein bisschen schleichen wäre schon cool. Irgendwie. Lass mich da erstmal reinkommen. Yes, Mann. Der hält viel aus. Drin. Oh Gott, jetzt hat er mich. Ich sehe gerade auch nicht. Jetzt war ich aber richtig irre. Yeah, ich habe meine Waffe. Na endlich. Wow, jetzt geht's ab. Ja, die snacke ich mir gleich wieder. Ja, die ist langweilig. Los. Oh, ich hab ja noch einen. Einfach nur, weil ich es kann. So. Dann schauen wir jetzt noch mal rein.
Okay, oh, hier liegt echt viel rum. So, ich möchte meine Waffe wieder haben. Ist ja dasselbe. Ne, ist nicht dasselbe. Hier. Es ist vom Schaden her dasselbe. Nur erstmal, damit es offen ist. Okay, ich weiß, wie ich das kaputt mache. Na. Oh, ho, 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 ho. Okay, das wusste ich nicht, dass ich so sehr aufpassen muss. Ach, da hinten sind auch noch welche. Und ich habe natürlich die Tanks. Ach, hier liegen ja noch genug rum. Ach, gut. Echt cool so. War die Tür nicht eben zu? Oh, lecker Hundefutter. Dinky D. Dinky D klingt wie Ducky B. Ja, die ist auch noch Hundefutter. Die Ducky. Jetzt muss ich auch aufpassen. Irgendwo muss ja noch so eine Insignie liegen, beziehungsweise rumhängen. Dass die mir nicht durch die Lappen geht. Vielleicht sind es auch drei. Wie viel waren denn das? Drei sogar. Oh Gott, da muss ich echt aufpassen. Hä? Was? Ich habe nichts gemacht. Cool. Der ist einfach so von sich aus explodiert, oder wie? Coole Sache, auf jeden Fall. Was passiert denn hier? Ich mach gar nichts. Und hier explodieren Sachen, okay. Von mir aus. Zerstört euch alle selber. Ist nur einfacher für mich. Ich schaue erstmal nach oben. Oh yeah. Weil der Typ war ja da drüben und ich. Naja, wer weiß. Was da jetzt passiert ist. Ich muss aber sagen, man kann hier echt sehr viel machen, so
dieses ganze Einsammeln und rumlaufen und dann darüber jetzt und da noch was machen und ich habe noch nicht mal die Hälfte. Und ich suche mich dann hier wieder Stunden ab, bis ich alles gefunden habe. Eieiei. Ich denke, ich werde es dann auch in den nächsten Folgen so machen. Das können ja diejenigen jetzt hier schreiben, die noch eventuell zugucken. Ob ihr wirklich alles sehen wollt, Nebenmission, Hauptmission, alles drum und dran. Oder ob ich nur die Hauptmission machen soll. Dann würde ich nämlich die ganzen Nebenmissionen so, halt wenn ich nicht aufnehmen möchte. So, dann würde ich das alles zocken, so für mich. Die ganzen Nebenmissionen. Zum Beispiel das, was ich jetzt mache. Ich habe jetzt keine Lust, die Hauptstory weiterzumachen, weil ich möchte jetzt unbedingt so eine Nebenstory. Eine Nebenstory, sage ich immer, ist ja eigentlich keine Nebenstory. Ist ja eher einfach nur Rumgeplänkel. Ich denke mal, ich werde das auch nach dieser Folge machen. Ich lade jetzt die ganzen Folgen hoch und so und dann schaue ich mal, ob hier irgendwie Feedback kommt oder nicht. Und dann mache ich so weiter, wie ich denke, beziehungsweise das, was ihr so sagt. Gut. Aber ich schaue mich jetzt noch ein wenig um. Irgendwo war doch jetzt noch ein Gang nach unten. Hier. Und das musste ich jetzt sogar mit so einem Werkzeug machen. Oh, da ist noch so eine Box. Okay, aber ich dahin gehe, laufe ich mal noch hier lang. Okay, nein, dann mache ich das, mache ich gleich. Der tat mir jetzt auch irgendwie leid. Wow, hier gibt's Wahnsinn, ey. Doch im Untergrund. Jetzt mache ich das doch zuerst. Wahnsinn, echt? Das ist eigentlich nur so eine Nebenbase. Dann geht's hier nochmal runter. Ölbrunnen. Okay. Also muss ich diese Festung von diesem Typ erstmal einnehmen, dann ist es meine Festung. Ich kann da irgendwas machen. Ah, ich bin so gespannt. Bei Metal Gear soll es ja auch sowas geben, dass man eine Base bauen kann irgendwie. Oh Gott, das geht doch jetzt nicht gut aus. Okay, ich glaube, ich mache das noch fertig, oder? Aber wir sind jetzt schon wieder bei 25 Minuten. Rein theoretisch müsste ich jetzt einen Cut machen. Aber ich weiß nicht, wen das jetzt hier noch interessiert, dass ich jetzt hier noch irgendwie Zeug mache. Rein theoretisch könnte ich halt dann die ganzen Nebendinger für mich machen und nur die Hauptmission aufnehmen. Dann wäre das alles etwas kompakter. Ich kann natürlich auch alles aufnehmen, aber mal ganz im Ernst, wen interessiert das denn? Dass ich jetzt komplett hier die ganze Schrottteile aufsammle die ganze Zeit und Quatsch labere.
Ich esse jetzt keine. Ich muss das probieren. Ach schade, ich bin voller Gesundheit. Ich würde doch keine Maden essen aus diesem Körper. Mal ganz im Ernst. Ich muss jetzt irgendwo Schaden nehmen. Ich möchte sehen, dass der wirklich da draußen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Verdammt. Ach, ich hätte jetzt da drinnen bleiben können, da hätte ich Schaden genommen. Wisst ihr, ihr Typen, was ich jetzt mache mit euch? Ganz funktioniert, wie ich das vorhabe. Jetzt bin ich wütend. Zeig mal. Die sterben immer, wenn ich im Rage-Modus bin. Anzünden und werfen. Kommen wir nochmal zum Abschluss. Gut, Leute, ihr schreibt mir einfach, was ihr sehen wollt. Es wird sicherlich so viel Zeit vergehen, dass ich dieses Gebiet schon abgesucht habe, wenn ihr dann das hier seht. Aber wie gesagt, es wird niemanden interessieren. Glaube ich zumindest nicht. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit der nächsten Hauptmission. Bis dahin. Tschüss.